In dieser Einführung lernen Sie, wie man diese DB BR 146.2 Lokomotive fährt. Die Zug... Störung. Störung. Öffnen Sie die Fahrgasttüre. Der Zug ist jetzt bereit zur Abfahrt. Bewegen Sie den Fahrschalter in den Leistungsbereich, um in Bewegung zu kommen. Nachdem Sie nun etwas Geschwindigkeit aufgebaut haben, können auf ebenen Strecken können Sie die Geschwindigkeit beibehalten, um den Energieverbrauch und die Belastung der Motoren zu verringern. Achten Sie beim Ausrollen immer auf die Steigung, denn Änderungen können dazu führen, dass der Zug schneller oder langsamer wird. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Bremsen ein wenig an, indem Sie das Führerbremsventil in den Bremsbereich bringen. Sie nähern sich dem nächsten Bahnhof. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, indem Sie das Führerbremsventil in den Bremsbereich bewegen. Türfreigabe. Türfreigabe. Türfreigabe.
Gute Arbeit! Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen.